بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بيزنت سميت الواحدة والسادسة، الصلاة، الدرس 48. Bevor wir anfangen, wollten wir nochmal etwas, was wir letztens besprochen haben oder geredet haben, erwähnt haben. Und zwar Al-Mamnu' min as-Sarf. Es gibt 13 Arten von Al-Mamnu' min as-Sarf, also 13 Gründe. Kurz gefasst sind es erstmal Namen, die dann einen anderen Grund haben, wie zum Beispiel Mu'annas, dass es feminin ist, ein Name, das Mu'annas ist. Und dazu gehörte eben Mekka. Mekka ist weiblich und ein Name. Und deswegen, weil es diese beiden Eigenschaften hat, ist es Mamnu' min as-Sarf. Und deswegen haben wir gesagt, fi Mekketa. Und es ist dann eben wegen dem Namen, weil es ein Name ist, oder weil es eben eine Eigenschaft ist und einen bestimmten Wesen hat, eine bestimmte Form hat. Und dann gibt es noch bestimmte andere Formen, die dann ein Grund sind, dass es mit dem Nomen ist. Wenn man sich das ein bisschen mehr befassen möchte, dann kann man bei den Medina-Büchern, in einer Playlist gibt es Medina-Bücher, da kann man dann eben nachschauen. So, wir fangen jetzt dann mit diesem Dialog an. Natürlich heiße ich euch herzlich willkommen. Jetzt Al-Hiwar al-Thalith. Unzur wastami' wa'a'id. طيب. Sadiq. Hada adhanul asri. Das ist der Adhan von dem Nachmittagsgebet. Also, hada adhanu salati al-asri. Hier ist ein Wort, was versteckt ist. Sabir. Ich bin noch ganz ungewöhnlich. Okay, sabir. As-salatu fil masjidi afdal. Das Gebet in der Moschee ist besser. Afdal. Jetzt, Sadiq, al-Masjidu ba'id. Nee. Warte. Hayya bina ila al-Masjid. Hayya bina ila al-Masjid. Los geht's mit uns zur Moschee. Und dann sagt Sadiq, ana usalli fil bayt. Ana sa'usalli oder ana usalli fil bayt. Ich bete zu Hause. Sabir, as-salatu fil masjidi afdal. Das Gebet in der Moschee ist besser. Al-Masjidu ba'id. Die Moschee ist weit. Al-Masjidu qarib, hal anta marid? Die Moschee ist nah. Bist du krank? Also krank, körperlich krank zum Beispiel. La ana bikhair. Nein, mir geht's gut. Anta kaslan. Du bist faul. Hada sahih. Asif. Das ist richtig. Tut mir leid. Ana zahibun ila al-Masjid. Also ich gehe zur Moschee. Natürlich, zahib ist jetzt ein Ism. Aber es hat eben den Platz des Verbes genommen. Deswegen, ich gehe zur Moschee. Intadir, warte. Ana dhahibun ma'aka. Ich komme mit dir. Oder ich gehe mit dir. طيب. الآن آدم سيقرأ صادق. وشهريا سيقرأ صابر. تمام؟ هذا أذان العصر. حيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد البعيد. المسجد بعيد. كرر، بيدهولا. المسجد بعيد. أحسنت. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان؟
أنت كسلان؟ الآن آدم؟ هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب. ذاهب. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. أحسنتما. Ich habe eine Frage, Ustaz, zur Frage oder zur Aussage von Sabir als letztes. Sagt eine Dahibu il Masjid. Ich kenne das anders. Man sagt, wenn man sagt, ich gehe in die Moschee, eine Adhabu il Masjid. Das, was ich gerade gesagt habe. Dahibun ist ein Name. Also ich bin gehend oder ich bin gehend zur Moschee. Dahibun ist ein Name. Und deswegen nimmt es den Platz des Verbes. Also dieser Name, den benutzt man so, als wäre es ein Verb. Ich gehe zur Moschee. Also, ana azhabu ila al-masjid und ana zahibun ila al-masjid hat die gleiche Bedeutung. Und also, das wäre kein Ismfaal, sondern, oder wie nennt man das? Das ist Ismfaal. Also, das ist Ismfaal. Genau. Und Ismfaal ist, dass wenn ein jetzt, wir müssen wissen, dass die Verben drei Buchstaben haben, vier Buchstaben haben, fünf Buchstaben haben und maximal sechs Buchstaben haben. Die drei Buchstaben, deren Regel ist, dass wir einfach nach dem ersten Buchstaben eine Alif hinzufügen. Das bedeutet, wir sagen dann Zahibun. Wir sagen zum Beispiel Kataba, Katibun. Der Autor ist Al-Katib. Der Gehende ist Al-Zahib. Sa'ala, der Fragende, ist Al-Sa'il. Und das ist dann immer die gleiche Form. Bei den anderen vier Buchstaben, fünf Buchstaben, sechs Buchstaben, zum Beispiel in Kessara, gebrochen. Die Sache wurde gebrochen oder ist gebrochen. In Kessara, wir müssten dann den Mudare herausholen, den Gegenwart, die Gegenwart, und das ist dann Yen Kessiru. Und wir fügen dann anstatt Ja, das tauschen wir dann mit einem Mim aus. Mun Kessirun, der Brechende. Das bedeutet Dam awwalihi wa kasr ma qabla akhirihi. Also wir geben dem ersten einen Dam, Mun, und dem vorletzten ein Kasra, Mun kasirun. Und bei dem fünf Buchstaben und sechs Buchstaben das Gleiche. Hast du das verstanden? Hel fahimta? Qalilan, ich habe ein bisschen, aber ich brauche, glaube ich, einfach mehr so Praxis und Übung, bis ich mehr Einblicke da habe. Ebenso müsste man das eigentlich auch so erklären, an dem man Beispiele hat und so weiter. Ich würde einfach nur empfehlen, dass du dir die Sarf-Unterrichte, die ich gemacht habe, ganz am Anfang habe ich so eine Playlist, wo ich Sarf-Unterrichte gemacht habe. Da habe ich das erwähnt. Ah, okay, richtig. Inshallah. Und genau da, wo der dieses, wie heißt das, Spotlight ist, oder war, hier, Keslanu. Wir merken, Keslanu hat hier auch nur ein Dhamma, weil das Mamnu' min as-Sarf ist, weil deren Wazn, deren Form, Fa'lanu ist. Und wenn es dann in dieser Form ist, ist es ein Grund, dass es Mamnu' min as-Sarf ist. Ebenso wollte ich auch ein bisschen so im Fiqh reingehen, und zwar bei dem As-salatu fil masjid afdal. Natürlich, wenn der Imam richtig lesen kann, erstmal. Hier in Kairo zum Beispiel, subhanallah, nicht mal die Fatiha können die manchmal richtig lesen. Also Fehler wie zum Beispiel Allahu, Allahu Akbar. Das ist dann eine Frage. Ist Allah groß? Und somit kann man ins Gebet nicht reingehen. Das Gebet wäre dann ungültig. Oder Allahu Akbar. Akbar ist ein Name vom Shaitan. Dann ging es auch nicht. Das Gebet würde dann auch brechen, ungültig werden. Deswegen sollte man aufpassen, dass derjenige, der Imam ist, auch wirklich lesen kann. Und es gibt einen Unterschied zwischen Jama'a beten und in der Moschee beten. In der Moschee zu beten, okay. Salatul Jama'ati. Also der eigentliche Hadith sagt Salatul Jama'a. Also das Gebet in Gruppen ist 27 Mal besser. Das bedeutet, wenn man seinen Bruder, sein Kind
neben sich hätte und zusammen beten würde zu Hause, dann hat man diese Belohnung bekommen. Wenn man in der Moschee betet, ist die Belohnung noch größer. Wallahu alam. Also noch mehr als 27 Mal Vervielfachung in der Moschee, oder? So kann man das verstehen. Weil der Hadith das Salatul Jama'a sagt, also das Gebet in Gruppen. Er hat nicht gesagt, dass es in der Moschee so ist. Deswegen, wenn man in der Moschee alle betet... Gruppe sind mindestens zwei? Oder ja, genau, mehr? genau, zwei. Weil durch den Hadith, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahabe gebetet hat und dann nachher ein Mann gekommen ist. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden gesucht, eine Person gesucht, damit er mit ihm betet. Und von dem haben wir dann den Beweis, dass die Jama'a zwei sind. Deswegen gibt es auch Ikhtilaf bei dem Jumma-Gebet. Einige sagen zwei, andere sagen vier, andere sagen drei, andere sagen fünf. Jeder hat einen Beweis genommen. Also jeder hat einen Hadith oder eine Surah, die das sagt. Sag noch einen für die Ausführungen. Natürlich gibt es dann noch ein bisschen so mehr Details, aber ich will jetzt nicht so tief reingehen. Okay. نذهب إلى الصفحة التالية. المفردات. Wie ihr wisst, müssen wir Sätze machen. طيب. العرض انظر واستمع وأعد. شيخ آدم ينتظر. أعطني جملة. ينتظر heißt warten. ينتظر على الحافلة. أحسنت. ينتظر على الحافلة. Er wartet auf den Bus. Sheikh Shahria, صحيح, richtig. أعطيني جملة. هذه جملة صحيح oder هذه جملة صحيح. جملة اسم مؤنث. Feminin. Also هذه جملة التي أنا هذه جملة صحيحة. أحسنت. نعم صحيح. طيب قريب. نعم. رجل قريب. رجل قريب. لكن الأفضل also رجل قريب أي نعم هكذا الجملة ليست تامة. Der Satz ist nicht voll, nicht ganz. فتقول الرجل قريب. تمام؟ الرجل قريب. لا الرجل قريب. الرجل قريب. أحسنت. Der Mann ist nah. طيب بعيد. شيخ شهري المايك. نعم. المدينة مكة بعيد. Du kannst eigentlich direkt Mekka sagen. Mekka ba'idun. Mekka tu ba'idun. Mekka tu ba'idun. Ahsant, naam. Mekka ist weit. طيب, الآن مريض, krank. المعلم مريض. المعلم مريض. المعلم مريض. نعم. المعلم مريض. دليغة ist krank. طيب. الآن كسلان. الطالب كسلان. نعم. الطالب كسلان. Der Student ist faul. طيب. الآن ذاهب. هو ذاهب إلى مدرسة. وذاهب إلى المدرسة. نعم. وذاهب إلى مدرسة. نعم. أجيت zur Schule.
أنت هل تحب المدرسة؟ لا لا تحب المدرسة؟ سبحان الله. أوكي. أنا آسف. آسف. أنا نعم آسف. أنا آسف. نعم. أوكي. أستوت ملاك. نذهب إلى التدريب التالي. So next Aufgabe. أجب بنعم أو بلا. Also entweder la sagen oder Namen sagen. Name ist ja, la ist nein. Wir versuchen aber trotzdem den Satz zu sagen, damit wir üben. نقول الجملة. رقم واحد. Sheikh Adam. هذا الحوار في الصباح. Dieser Dialog war am Morgen. لا. نعم أو لا؟ لا. لا. متى كان؟ في العصر. أحسنت. في العصر. Am Mittag. طيب رقم اثنان. هذا الحوار في البيت. بنعم. أذا هذا الحوار في البيت. هذا أو هذه جملة بنعيم. لا هذه بنعم. هذه جملة صحيحة أو تقول نعم بنعم أصلاً. يعني مع نعم مع بي مع فهمت؟ Also mit ich نعم nicht verstanden. Genau, du hast es richtig verstanden. Ajib, also antworte mit ja. Und dieses mit ist bi, also ma'a na'am. Okay. Also man kann sagen, okay, wenn man sagt, oder wenn man den Satz sagt, hadihi jumlatun sahihatun, also das wäre schon eine Bestätigung. Also genau. Entweder man sagt na'am oder hadihi jumlatun sahihatun, okay. Genau, oder du sagst na'am hadha al-hiwaru fil bayt. نعم هذا حوار في البيت. أوكي. نعم. رقم ثلاثة. صابر يصلي في المسجد. نعم. نعم أحسنت. رقم أربعة. صادق يصلي في البيت. نعم هذه جملة صحيحة لكن صادق سيذهب إلى المسجد مع صابر لا صديق يصل في البيت لأن هو كسلان لا كسلان بس ممنوع من الصرف لكن صادق يقول انتظر أنا ذاهب معك Ich habe wieder vergessen, was heißt weil nochmal? لأن صادق يصلي في البيت لأن هو كسلان تمام لكنه قال أبا أزاكتا انتظر أنا ذاهب معك warte ich komme mit dir okay das habe ich vergessen طيب فصادق يصلي في البيت لا هو يصلي في المسجد هبيت إن مشي لا هو يصلي في المسجد تمام الآن المسجد قريب من البيت نعم المسجد قريب من البيت أحسنت هل المسجد عندك قريب من بيتك؟ نعم ممتاز المسجد عندي في العمارة Die Moschee bei uns ist im Gebäude. Erste Etage. Sitta. Sabirun Marib. La.
Khabirun bikhair. Nam, ahsant. Sadiqun kaslan. Naam, sadiqun kaslan. Nam, hadha sahih. Tayyib, raqam 8. Dhahaba sadiqun ma'a sabirin ila al-masjid. ذهب صديق مع صابر إلى المسجد هذا صحيح هذا صحيح نعم أوكي dann bleiben wir hier inshallah stehen. Hat jemand Fragen? هل أحد عنده سؤال؟ dann ربنا عافنا وعافنا واحفظنا بأسفل